Das ist auch nicht besser. Wenn ich hier gerade noch mal gucke, edle Hufeisen haben wir sogar. Reitzeug. Ah ne. Kann man hier was anziehen? Was ist das hier eigentlich? Das ist eine Körperrüstung. Oh. Das ist auch das, warum das so schwer ist. Ich weiß nur nicht. Oh, guck mal, cool. Das sieht halt auch mega cool aus. Nett. Schabracke, Zugtier. Nein, das sind Sachen, die können wir halt einfach nicht verticken. Gut. So. Wow. Hallo, wow. Ich bin aber ehrlich, wir kommen irgendwie nicht weiter mit diesem Ritter. Bürgerin bringt mir nichts. Hey! Was mit dem? Hey. Kriegen wir den? Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Ich würde jetzt gerne auf mein Pferdchen drauf, aber. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Komm her, komm her, komm her, komm her. So, kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Ich komme schon. Jetzt komme ich und rette dich. Alter, dein Ernst? Dein verschissener Ernst? Wo rennst denn du hin? Das Problem ist halt auch, er ist halt verdammt schnell. Und jetzt? Stellen. Jetzt, hoppla, falsche Taste gedrückt. Ins Gesicht. Komm her. Fatz, nochmal einer und nochmal einer. Hä? Falschen angelegt. Oh. Krieg ich was? Krieg ich was? Hi. Danke. Dem hast du es gezeigt. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Vier Groschen. Ich weiß, dass ich nicht geizig bin. Eine Kleinigkeit. Danke. Töten, plündern. Geh mal weg. So, der klaut nicht mehr. Und danke. Einmal alles mitnehmen. Einer weniger, der Blödsinn anstellte. Gut, gehen wir wieder in die Stadt. Oh, Entschuldigung, mich voll verschluckt. So, jetzt gehen wir in die Stadt rein. Oh Mann, Alter, das tat sogar voll weh. Schweinchen! Wenn ich da eigentlich so ein Schwein platt mache. Geht das? Sogar Punkte. Das ist ja praktisch. Ich glaube, das sollten wir öfters tun. Plündern. Wenn wir dieses Fleisch mitnehmen, dann können wir das doch genau in die Krankenstube bringen. Clever, wir sind. Didim, 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 didim. So. Wir haben immer noch so viel Fleisch dabei. Das Fleisch ist halt ewig schwer. Fallen lassen. Wir bräuchten nur. So, komm. Wir bräuchten ja nur 100.
Auch immer noch zu viel. Dann essen wir das. Das könnten wir fallen lassen. Fallen lassen. Essen. Nichts gebracht. Na toll. Müssen noch mal die ganzen Blumen mal hier wegbringen. Schleppen viel zu viel Müll mit, die kein Mensch braucht. Messer scharf, Retterschnaps. In die Satteltasche. Schweinefleisch nehmen wir noch mit. Oh shit. Wollen wir das jetzt alles fallen lassen? Oh, ich depp. Nein, bin ich blöd. Das war jetzt ja mega klar, schlau. Ich dachte, ich hab das in die Satteltasche rein. Das war jetzt doof. Brennnesseln, Disteln, Schweinefleisch, kleine Rüstung. Hier. Mist. Also, das war ja clever, ne? Habt ihr das mitbekommen? Oh, na toll. Bin ich blöd. Tja, hätten sie vielleicht auch mal auf die andere Tasten machen können. Okay, den Rest lassen wir mal liegen. Nochmal rein. Und dann einfach nur X drücken. Mist. Wermut. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Wir haben halt ewig viele Pfeile. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt immer so viele Pfeile bei uns behalten sollten. Quält nicht, ob das zu doll ist, ne? Gucken wir mal schnell. Wir haben 41 Jagdpfeile, Wundpfeile. 30. Gewicht. Ja, sind halt fast 4 Kilo, ne? Haben oder nicht haben. So, okay. Dann gehen wir mal noch schnell die Fleischgedöns wegbringen. Nein. Nein. Nein, nein. Letzter Wille. Zu Diensten, meine Herrin. Im siebten Himmel. Tanz mit dem Teufel. Wasser oder Scheiße. Sprachbarrieren. Aktivitäten. Plünderer. Shit. In Gottes Hand. Nein. Liebesverben. Ah, da muss ich mit der alten mal ein bisschen klatschen. Klatschen. ein bisschen quatschen. Sprachbarrieren. Achso, mit dem. In Gottes Hand. Wir gehen einfach zum Schloss hin und gut ist. Ist doch irgendwie doof. Warte mal, was ist das hier? Stiehl dem Bauern das. Okay. Also, ich weiß, dass es halt mit dem Kloster zu tun hat, mit diesem Fleisch. Gehen wir mal schnell rüber. Schauen wir mal, wie wir dieses Fleisch jetzt in die Hand drücken können. So. Was ist denn das? Ah, ein Schwein. Ich dachte, ein Bär. Das wäre es gewesen. Die können wir auch mal platt machen. Hätten wir nicht so weit laufen müssen. Kann ich dir das geben? Schmutziger Pater? Da geht ja noch nicht so viel. Wo ist denn der Helfer? Hier, kann ich dir das geben? Oh.
Na toll, jetzt haben wir das Fleisch und ich weiß nicht, wohin damit. Scheiße. Dass man das da nicht reintun kann. Verdammt. Mist. Mist. Ich raff's grad nicht. Erledigt. Fragen und ein Schlangennest. Auf der Fährte, die Welt, Rotschaufeln in der Klemme, möge die Jagd beginnen. Okay. Aktiv, abgeschlossen. Aktivität, na los, verpasst mir eine. Hä, was ist denn das? Mehr Kämpfe. Ach Gott. Plünderer. Tötet den Anführer des Lagers. Das können wir eigentlich auch mal machen. Rachegelüste. Schwert des Königs. Die Olle hat gesagt, ich soll ihr Fleisch bringen. Und das hat ja super funktioniert. Wir haben das ja eben eingesammelt. Mist. Ja gut, wie machen wir das jetzt? Komm, hier. Geil, kann hier Schnaps reintun. Habe ich das Fleisch noch? Hier. 100 Fleisch. Das ist gestohlen sogar. Gibt es hier vielleicht eine Kiste, wo ich das reinhauen kann? Hier, komm. Dann tue ich hier nämlich dieses Fleisch rein. Und oh Mann, kommen wir das mal holen. So. Okidoki. Jetzt haben wir es immer noch nicht geschafft. Hier mal Hallo zu sagen. Lauern wir dem Ritter auf? Gute Frage. Gute Frage. Dass wir auch keinen Wirt befragen können, ob der Ritter öfters da ist. In die Krankenstube. Ja, aber wen soll ich dies denn geben? Naja, machen wir das nächste Mal. Vielleicht, wenn es nicht geklaut dann ist, deswegen. So, schön. Fleischer. Was bist du einer? Scharlatan. Okay. Ha! Ich kenne dich! Von irgendwoher! Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's! Der Traum! Du warst in einem Boot aus Knochen und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Na schön. Erzähl mir von deinem Traum. Der Traum? Ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Oh, dann habe ich also Glück. Im Gegenteil, ich bin der Glückspilz. Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar. Oh, du schöner Tag. Ich habe einen Nachfolger gefunden. Also gut, womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Fahre fort. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers.
Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Aber ist das nicht Betrug? Okay, da fehlt wohl die Audiospur. Wie ist das denn jetzt? Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Den Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich träge sie vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Gut, ich werde ihn beschaffen. Oh Mann, wunderbar. So Text. Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Also gut, ich hole ihn. Dieser Talisman, wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht, aber du findest schon einen Weg. Wir werden sehen. Also gut, ich hole dir die Pfote. Ich mache mich dann auf die Suche. Mein Knecht. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. Okay, dachte, wir könnten ihm schon was geben, falls wir unterwegs schon was eingesammelt hätten, aber ich glaube nicht. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Kannst du mich im Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen. Gut. 60 Manga aber nur haben, gegen ne? Silber. Falsch, geht immer. Ist das nicht etwas viel? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Sehr gut. Einverstanden. Hör gut zu. Gekauft, gekauft. Lass uns handeln. Kann ich mit dir vielleicht ein bisschen handeln? Was kann ich dir denn verkaufen? Sagen wir es mal so. Und wie viel Geld hast du? Das ist die nächste Frage. Beste Grüße. 500. Alter, was ist denn? Das sieht doch geil aus. Französische Altarkerzen. Horn eines Einhorns. Der hat ja Zeug. Schatzkarte. Salbei. Ist ja witzig.
Ich könnte ihm gar nicht großartig was verkaufen. Doch, ich könnte ihm Rüstung kaufen, verkaufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne, hier. Inventar. Reiterzeug wäre auch cool, wenn ich das eben verticken könnte. So, ich glaube nicht, dass der so viel kaufen kann. Aber jetzt gut. Lass uns handeln. Gut, das passt gerade. Handel abschließen. Läuft. Sehr schön. 1000 Sachen müssen wir von ihm mitnehmen. Gehen wir nochmal hier uns waschen. Jetzt kommen wir immer noch nicht weiter mit dem Ritter. Was geht hier so? Oh, Schilder. Hallo? Meister Otto! Hallo Otto. Übung? Reparieren? Gelobt sei Jesus Christus. Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Ja, ja. Wie viel magst du? Falschen. Wegen 3 Groschen. Passt so. Ist das nicht etwas viel? Gut. Aber da auch mal eine neue Stufe. Ich versuche mal dir nochmal was zu verkaufen. Was hast denn du? 2000. Ich bräuchte Körperplattenpanzerung. Körperplattenpanzerung. Kyras? Das wäre das, ne? Boah. Das wäre aber stolz. Mag ich haben von ihm. Leichtes, kurzes, okay. Bitte was? Boah, 5000. Das ist ja voll teuer. Boah, aber Magdeburger Schulterplatten, die sind ja heftig, Mann. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Was habe ich jetzt von ihm gekauft? Oder hole ich mir? 22, 24, 16. Dann nehme ich doch lieber die da. Oder die da. Wie schwer ist denn die? Die wiegt genau gleich. Also wir brauchen wirklich viel, viel, viel Kohle. Weil, da kann schon richtig Geld loswerden, ne? Schweres Kettenhemdchen. So, was haben wir hier? Dann tun wir den nochmal zurück. Du zahlst 2600 nochmal was. Okay, das würde ich glatt nehmen. Dann kommen wir mal hier dir ein bisschen entgegen. Und wenn ich das nämlich gekauft habe, was ist denn hier? Das da? Okay, dann sind es noch 1000. Rüstung, Nahrung. Schade, dass ich nichts vom Pferd kaufen kann. Handel abschließen. Feilschen tun wir noch ein bisschen, weil das lohnt sich jetzt sicher. Aber somit hätten wir neue Rüstung. Besprechen wir den Preis.
Ist gut. Oh, okay. Ja, gut. Haben oder nicht haben? Ja, das sollte passen. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir uns jetzt ein bisschen gepimpt, muss ich ja sagen. Chapeau. Was kann ich ihm noch andrehen? Ins Inventar. Das hat noch alles geklaut. Ich glaube, die Jagdpfeile können wir ihm auch mal reinhauen. Mist, 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 Mist. Und Reiterzeug, ich glaube nicht, dass er das uns abkauft. Versuchen wir es mal, aber ich glaube nicht, dass er damit was will. So. Waffen kauft uns auch nicht. Der kauft uns nur Klamotten. Schade. Was geht hier so? Braucht man nicht. Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Der Dienst an Gott. Oh. Gehorsamkeit. Und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein sollen. Deinen neuen Namen an und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder.